Die Berufsfeuerwehr Kassel hat ihren alten Kran, der am 31. Mai 1981 in Dienst gestellt wurde, jetzt abgeschafft. Ständige Reparaturen und immer wieder Probleme bei der Beschaffung von Ersatzteilen haben diesen Schritt notwendig gemacht. Doch statt ein neues, rund 1 Million Euro teures Gerät zu kaufen, hat man diesmal einen anderen Weg gewählt. Ja, wir haben neue Wege beschritten, eine Frage der Beschaffung, in dem Sinne, dass wir uns nicht auf einen neuen Kran konzentriert haben, der in unserem Haushaltsbudget nicht abbildbar gewesen wäre bei Anschaffungskosten von rund 1 Million Euro, sodass wir geschaut haben, inwieweit wir die Bedürfnisse der Feuerwehr bezogen auf die Frage der Notwendigkeit, was an Ausstattung vorhanden sein muss und der natürlich gebotenen Sicherheit, die wir für die städtische Bevölkerung schaffen wollen, einen Mittelweg zu finden. Nur rund 200.000 Euro hat dieser Kran gekostet. Technisch wurde das Gerät so aufgebaut und ausgestattet, dass es den speziellen Anforderungen der Feuerwehr Kassel gerecht wird. So wurde beispielsweise das Fahrzeug mit 3 statt der Norm entsprechenden 4 Achsen ausgestattet, um zum Beispiel auf einer 2-spurigen Autobahn wenden zu können. Auch der Ausleger zeigt seine Vorteile. So kann der Kran zum Beispiel im Falle eines LKW-Unfalls auf der Autobahn auf der Gegenfahrspur eingesetzt werden oder mittels Transportkorb für die Menschenrettung Verwendung finden. Doch bevor es an den Kauf des Krans ging, war zunächst eine sorgfältige Planung nötig. Wir setzen den Kran in der Regel ein für schwere Verkehrsunfälle mit LKWs, Großfahrzeugen, Straßenbahnen und in neuen Bereichen auch zur Rettung von überschwergewichtigen Personen, für Tierrettungen. Und haben dann ganz klar uns Gedanken gemacht, wie viel Kran braucht die Feuerwehr Kassel. Wir haben uns bei großen Feuerwehren im Umkreis Berlin, Hamburg, Hannover, die sowas haben, erkundigt und haben uns dann auf dem Blatt Papier einfach angefangen hinzuschreiben, was wir brauchen. Wie wichtig der Einsatz eines Krans bei Unfällen ist, sieht man hier bei einem seiner letzten Einsätze auf der Autobahn. Ein Auffahrunfall auf der A44 sorgte für Probleme, weil ein LKW nur noch mit einem Kran bewegt werden konnte. 353 PS liefert das neue Modell und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von rund 83 Kilometer. In knapp 2 Minuten kann der Ausleger von 9,8 Metern auf 38,1 Meter ausgefahren werden. Eine sicher lohnende Investition, denn Notfälle wird es immer wieder geben.